Remakes an sich sind ja immer noch ein kontroverses Thema. Viele finden, dass das ein Sinnbild für Einfallslosigkeit seitens der Entwickler ist und nur als schneller Geldgenerator dient. Dennoch ist das ein guter Weg, Spiele, die schlecht gealtert sind, einen zeitgemäßen Anstrich zu verpassen. Die meiner Meinung nach besten Remakes schauen wir uns nun an. Die NES-Ära hat viele großartige Marken ins Leben gerufen und Maßstäbe für das gesamte Videospielmedium gesetzt. Trotzdem sind einige Spiele, wenn man mit den 3D-Konsolen aufgewachsen ist, nicht mehr sonderlich schön anzusehen. Super Mario Bros. 1 wäre da ein Beispiel. Zwar hat die Pixelgrafik ihren Charme, aber naja. Alle NES-Marios bekamen deshalb ein Remake für das Super Nintendo spendiert. Alles in Form eines einzigen Spiels. Super Mario All-Stars, wo auch neben Super Mario Bros. 1 bis 3 Super Mario Bros. The Lost Levels mit von der Partie war. Alles in schicker 16-Bit-Optik und überarbeiteten Soundtrack. Ansonsten fielen die Änderungen leider eher gering aus. Am Gameplay wurde nur verändert, dass man nicht mehr die ersten Mario Bros. Teile nach dem Game Over Screen komplett von neuem anfangen muss. Super Mario All-Stars erschien zur Feier vom 25. Jubiläum auch nochmal für die Wii. Also auch jüngere Gamer haben die Möglichkeit, in wesentlich annehmbarerer Grafik die Klassiker nochmal nachzuholen. Ich denke, man muss nicht mehr diskutieren, dass Ocarina of Time einer der bahnbrechendsten Spiele der Spielgeschichte war. Es zeigte, wie der Sprung von 2D in 3D auszusehen hat, ohne die wichtigsten Elemente der Vorgänger zu vernachlässigen. Jeder sollte dieses Meisterwerk unbedingt mal gespielt haben. Viele haben auf ein Remake mit moderner Grafik gehofft. Ocarina of Time 3D war die Erfüllung des Wunsches. Einige Texturen wurden neu gezeichnet und viele Räume komplett umdekoriert. Die Touchpad-Steuerung sorgte für ein viel schnelleres und intuitiveres Spielgefühl. Aber das war es dann auch schon größtenteils mit den Unterschieden. Der Boss-Modus und die Shiga-Steine waren zwar nette Ergänzungen, aber nach neuen Gebieten oder Dungeons kann man vergeblich suchen. Dennoch ist dieses Remake ideal für alle, die Ocarina of Time noch nie gespielt haben. Auf Platz 3 haben wir schon wieder ein Remake zu einem Nintendo 64 Spiel. Diesmal zum Wegweiser aller zukünftigen 3D Jump'n'Runs, Super Mario 64. Das DS Remake war einer der Launch-Titel für den Nintendo DS. Hier gab es sogar mal mehr Änderungen als nur überarbeitete Grafik. Schon auf dem Cover kriegt man einen kleinen Vorgeschmack, denn neben Mario sind noch Luigi, Wario und Yoshi zu sehen. Vielleicht kann man da schon die erste Neuerung erahnen. Richtig! Nun sind mehr Charaktere als nur Mario spielbar. Jeder hat seine eigenen Spezialfähigkeiten. Yoshi kann zum Beispiel Gegner in Eier verwandeln und diese dann auf andere Gegner werfen. Doch das war noch nicht alles. Statt 120 Sterne sind nun ganze 150 Sterne im Schloss versteckt. Und dann gibt es ja noch die Minispiele, wo einige auch wirklich Laune machen. Die folgenden Kritikpunkte hindern mich aber dran, eine noch höhere Platzierung dem Spiel zu geben. Die Steuerung mit dem Steuerkreuz war nicht mal annähernd so präzise wie die mit dem 3D-Joystick. Und der Grafiksprung war in meinen Augen einfach nur lachhaft. Wind Waker ist einer meiner Lieblings-Zeldas. Ich liebte den Grafikstil und das Abenteuerfeeling, was auf hoher See entstand. Dennoch hatte das Spiel viele Schwächen. Die Bootsfahrten zogen sich oft hin, die Triforce-Suche war langweilig und die Mini-Tendo-Galerie ziemlich unnötig aufwendig zu komplettieren. All diese schwerwiegenden Probleme wurden nahezu komplett aus der Welt geschaffen. Im HD-Remake hat man nun die Möglichkeit, das 7-Meilen-Segel zu finden, was einen doppelt so schnell macht und das ständige Windrichtung ändern vollkommen erspart. Bei der Suche nach den 8 Triforce-Splittern muss man nur noch 3 Karten von Tingle entschlüsseln lassen. Die anderen 5 findet man direkt in den Schatztruhen. Die Fotobox hat nun Platz für ganze 12 Bilder, die man auch direkt bei der Mini-Tendo-Galerie abgeben kann. Wind Waker HD ist ein Paradebeispiel, wie viel kleine Änderungen ausrichten können. Wenn man das HD-Remake hat, dann will man das Original vermutlich nie wieder anrühren. Aufs Treppchen geschafft hat es bei mir das Remake zu einer der umstrittensten Zeldas, The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Das Spiel hat nahezu alles, was ein gutes Remake ausmacht. Sinnvolle Veränderungen, zusätzlich aber auch erfrischende Neuerungen. Das Notizbuch der Bomber hat nun wesentlich mehr Informationen parat. So werden da jetzt auch Hinweise eingetragen, die die Bomber einen geben. Das Speichersystem wurde ebenfalls stark bearbeitet. Man kann nun jederzeit bei den Eulen und Federstatuen speichern. Eine Änderung, die mir aber besonders positiv aufgefallen ist, sind die überarbeiteten Bosse. Alle sind jetzt wesentlich anspruchsvoller und bieten öfter sogar mehrere Phasen. Die haben mich echt begeistert.
Brandneu sind jetzt die zwei Angelteiche in den Sümpfen und der Schädelbucht. In jedem Teich warten über 20 Fische, für die bestimmte Anlockmethoden vonnöten sind, darauf gefangen zu werden. So lassen sich einige nur an bestimmten Tagen und Uhrzeiten fangen, für andere wiederum muss man bestimmte Masken aufsetzen. Sprich, das Remake bietet euch die komplexeste Angelsimulation aller Zelda-Spiele. Eine neue Sidequest hat es ebenfalls ins Spiel reingeschafft. Also selbst für Veteranen hat das Remake einige Überraschungen auf Lager. Holt es euch!